Jahr mache ich das auch mal. Das war 784 Euro. Das kann ich locker, das mache ich auch. Dann bitte im Februar schauen, da machen wir die Anmeldung auf, normalerweise. Und dieses Jahr waren wir tatsächlich 6 Tage restlos ausgebucht. Also da bitte auch bei uns auf der Facebook-Seite mal als Freund verlinken. Und dann bekommt ihr auch alle Infos, wo schon mal die Anmeldung aufgeht. Und wer zu spät kommt, immer den bestraft auf das Leben. Beziehungsweise ich starte von Kirabuch. Superman! Verstehe ich wieder auf. In 5 Minuten kommen die ins Ziel, dann fahrt nach hinten raus. Ja, so. Nicht viel länger. Hier mal die Startnummer 390, da ist der Kasten zeitlich, der maximal 390, die haben 2 Taschen weniger drin, weil der Kasten zeitlich aufgeklappt ist. Auf, Sebastian, auf! So, ich bin gerade vom Alex von Westheim auf den aktuellen Stand. Also, in Führung. Clemens, komm! Von 29 Minuten und 36. Respekt. Super.
schnelle Zeit. For the champions, for the champions, stand up. So, und wir erwarten die Zweitplatzierten. So, wir warten auf die zweite. Jetzt noch mal 30 Minuten vorbei. For the champions, for the champions, stand up. Also bei dem Paar sieht die Frau fitter aus als der Mann. Ich sage jetzt keine Startnummer, aber das ist die Selfie. Jörg, hier geht gerade das erste Mixteam, kriegt seine erste Hawaii-Kette. Wow. Also, die sind auch flott. Das ist die Katrin Halter und der Malte Plappert. Malte Plappert müsstest du kennen aus dem Rhein-Neckar-Cup, also ein gut platzierter Triathlet. Definitiv. Und die Katrin startet im finalen erste Bundesliga-Damen-Triathlon. Das ist ja eine super Kombi. Der Malte war Drittplatzierter des BASF Triathlon-Cups dieses Jahr. Und hat Max auf die Mitteldistanz gewonnen. Die Zweitplatzierten kommen. Achtung, jetzt mal schauen. Ah, getrunken wäre das Tier. Getrunken wäre das Tier. Hier. Wir haben sogar eine Kamera dabei. Gehe ich doch mal raus. So, die nächsten kommen. Hier ist der Steffen Bunte, glaube ich. Und langsam blinken. Das Ausschütten. Zeit für Zeit. So, die nächsten kommen da hinten. Jürgen! Auch die beiden haben noch zwei Flaschen zu trinken hier. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt sollten eigentlich das erste Mixteam auch. Hey, geil, Mann! Unmittelbar vor dem Zielkanal sein. Wir haben jetzt die Plätze 1, 2 und 3. Hier kommt die dritte! Super, Stefan! Das gibt's doch gar nicht! So! Die vierten kommen! Die 369! Wir waren süß in der Sieg, 369. Extra auf eigene Berlin-Winner-Dotschart anfertigen lassen. Last Man Standing, Alex Lang und Florian Bausch. So, letzte Flasche an die Jungs. Und dann geht's ab ins Ziel auf den vierten Platz. Last Man Standing. Yes! So, aber das ist nur die vorläufige Platzierung. Es kann ja sein, dass irgendeine Flasche nicht leer getrunken ist. Das wird natürlich im Ziel ausgehen. Super! Wahnsinn! 1, 2, super! Ab geht's, Engelchen und Teufelchen! Wie
Kolle! Flieg, 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 flieg! Hex, hex! So früh am Morgen fing er an. So, jetzt wird's voll und ich hab's fast befürchtet. Zwei Flaschen direkt vom Ziel, das ist verdammt schwer. Also ich glaube nicht, dass das die richtige Taktik war, aber mal schauen. Im Moment sind sie immer noch in Führung, in der Mixwirkung. Aber sie kämpfen.